Scheiße. Ich würde mir wahrscheinlich noch geclaimt. Die Szene hier verlassen. Das ist mir. Okay, ich muss Gordy Kramer finden. Jemanden zu finden, der nicht sturzbesoffen oder high ist, wäre ein Wunder. Und ich bräuchte jetzt eins. Okay, ich muss Gordy Kramer finden. Ich habe Lauren länger nicht gesehen. Schau lieber mal nach. Die macht schon Ärger. Es wird nicht einfach, Gordy hinter der Mauer von Berufsschlägern zu finden. Hey, hübsches Ding. Konzentrier dich auf den Job, Scotty. Alkohol, Weiber und Koks. Gordy Kramer scheint ein Partylöwe zu sein. Ja. Warum ist die gottverdammte Musik so laut? Ich kann mich selbst nicht denken hören. Okay, ich muss Gordy Kramer finden. Erstmal sitzen. Okay, wo finden wir einen Kramer? Wahrscheinlich hinter den Security dort. Oder hinter dieser Tür. Warum ist die Musik so kacke? Kommen wir dahinter. Weiter. Schön, dass er anwesend hat, oder? Eher nicht.
ist eine Tür. Na toll, die Toiletten. Ist das Waschbecken ist vergoldet. Okay, das Klo. Erst noch am Stehen lassen. Natürlich. Vergessen zu spülen, die Hände zu waschen. Das können wir mit Leuten reden. Gerade schon so ein bisschen aufgekommen. Okay, mit wem können wir reden? Okay, gibt's Naschereien? Die zwei Gorillas und mein Besuch bei Gordy, das geht nicht zusammen. Ich muss sie irgendwie loswerden. Sie müssen von der Treppe weg. Nur so lange, bis ich durch bin. Ja. Vielleicht lockt ein kleiner Störfall unter Gästen die Gorillas her für ein bisschen Kundenservice. Versuchen wir es. Eine Schlägerei. Verlockend, aber keine gute Idee. Zu viel schlagkräftige Verstärkung hier. Vielleicht lockt ein kleiner Störfall unter Gästen die Gorillas her für ein bisschen Kundenservice. Versuchen wir es. Wie stellst du das vor? Störfall vor. Ja. Kommen Sie oft her? Tolle Party, hä? Huh? Wollt auch keine Freunde finden? Vielleicht lockt ein kleiner Störfall unter Gästen die Gorillas her für ein bisschen Kundenservice. Versuchen wir es. Hi, ich bin Scott. Es ist ziemlich laut hier, wa? Ja. Müssen wir irgendwo einen Störfall... Vielleicht lockt ein kleiner Störfall unter Gästen die Gorillas her für ein bisschen Kundenservice. Siehst du den Kerl da? Weißt du, was er über dich gesagt hat? Was sagt er? Der Wichser! Hol dich her! Ist halt zu betrunken, um wirklich zu schlagen. Sehr gut, jetzt können wir es durchschleichen. Können wir es dann vorbeischleichen? Bevor das aufgelöst wird.
ist noch nicht durch. Gordy muss irgendwo hier oben sein. Bestimmt leicht zu finden. Okay, ich muss Gordy Kramer finden. Okay. Hier nicht. Okay, ich muss Gordy Kramer finden. Und wer ist denn hier? Ach du Scheiße. Mr. Kramer. Psst, jetzt kommt das Beste. Ich heiße Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Fall des Origami-Killers. Ich hätte da ein paar Fragen. Alter. Sagen Sie mir genau, was mit Joseph Brown passierte. Raus! Verstanden? Los, verpisst euch! Was wollen Sie? Ein Zeuge sah Joseph Brown, als er in ihre Limousine stieg. Er wurde dort das letzte Mal gesehen. Sie wurden verhaftet und verhört. Ihr Vater schaltete sich ein und der Fall wurde zu den Akten gelegt. Erzählen Sie Ihre Version, bitte. Er war allein. Ich bot ihm an, ihn heimzufahren. Die Polizei kam, ich erklärte das Missverständnis und konnte gehen. Das war alles. Nichts Anstößiges, oder? Okay, der gute Samariter fährt verloren gegangene Kinder nach Hause, die ihm zufällig über den Weg laufen. Erzählen Sie mir was Überzeugenderes. Na gut. Ich bin der Origami-Killer. Na, sicher bist du das. Ich hole mir die Opfer ins Auto, ertränke sie in Regenwasser. Ich lege sie irgendwo ab, eine Origami-Figur in der Hand und eine Orchidee auf der Brust. Ich tue das aus Langeweile, Mr. Shelby. Es ist ein unterhaltsamer Zeitvertreib, nichts weiter. Ist Ihnen das so recht? Oder wollen Sie mehr? Ende der Befragung. Das ist jetzt ungefähr alles, was man aus den Medien weiß. Das muss absolut gar nichts bedeuten. Jetzt wird es hier wirklich schlafen. Das, was wir getan haben. Waffe. Sie spielen ein gefährliches Spiel, Kramer. Kennen Sie meinen Vater? Er schnippt nur mit dem Finger und Sie wachen morgen nicht auf. Sie sollten Angst haben, Mr. Shelby. Nicht ich. Ah, ja. Jetzt gehen wir einfach. Das hat dir sehr viel gebracht.
Geoffrey scheint ein harter Kerl. Was zum Geier tun wir jetzt? Was tut der Trottel jetzt? Ich meine, der Origami-Kill, der muss doch zugucken. Das ist doch Blödsinn. Warum sucht man nicht nach Leuten? Was zur Hölle soll ich hier? Warum sucht er nicht nach Hinweisen auf den... Wohin soll ich jetzt? Es muss einen Hinweis geben. Okay, irgendwas. Die Origami-Figur war ein Schmetterling. Suche ich jetzt einen Schmetterling? Vielleicht eine Falle? Ich passe lieber auf. Das ist das alte Pico-Kraftwerk. Ich dachte, es existiert nicht mehr. Okay. Verlassen. Betreten wir einfach mal das leere, leerstehende Gelände. Was soll das Schiff gehen? Ich gehe nochmal dort, wo der Schmetterling ist. Aha, hier geht's weiter. Schmetterlingszeichen. Ja, kommt hier noch ein weiteres Schmetterlingszeichen oder? Okay, können wir nicht lang. Wollen wir nicht hier irgendwie hoch? Okay, der Weg hier ist versperrt. Ich denke, wir müssen da hochklettern. Was nun? Jetzt haben wir hier auf dem rutschigen nassen Stein. Was soll hier schon schief gehen? Es muss einen Weg ins Gebäude geben. Ja. Ich frag mich, was ihn dazu treibt. Hier irgendwie hoch.
Ein Nekrozaun haben wir hier. Aha. Ich habe schon so Befürchtungen, was wir tun müssen. Ich hoffe es im Ernst nicht. Steht, dass wir leiden sollen. Ich bin gespannt. Das ganze Ding rot. Nachdem du den Finger aufgekratzt hast. Logisch. So, hier irgendwo noch ein Schmetterling. Als Hinweis. Okay, da ist ein Schmetterling. Ja. Was machen wir hier? Okay, können wir das schaffen? Okay. Was soll schon schief gehen? Sind wir am Feuer? Ja. Denk, das brauchst du, um da durchzulatschen. Stimmt, langsam mäßig. Ich hoffe, das ist nicht. Ich hätte nie in das Rohr gehen sollen. Das ist Selbstmord. Wohin führt das Rohr? Ich habe kein gutes Gefühl. Na, sehr toll. Da will uns jemand leiden sehen. Glas. Feuer anzünden. Messerscharf. Zurück geht nicht. Ich muss da durchkriechen. Ich nicht. Ganz langsam. Sonst reiße ich mir die Arme auf. Nee, lieber schnell, weil. So schnell ich ein Pflaster abziehen. Schmetterling geht da lang. Ich würde kein Feuer machen. Wer weiß, was hier los ist. Wie entzündlich die Sache ist. Die Streichholzflamme. Sie zeigt, woher die frische Luft kommt. Ich muss nur dem Windhauch folgen. Ah, ja. Und du entzündest dich selbst. Nach links, also.
Dieser Idiot. Ich meine, manche Leute stehen halt darauf, ihre Schmerzen zu kriegen. Ruhig, ich muss mich langsam bewegen, sonst werde ich bewusstlos. Ich würde hier lieber schnell durchkommen. Nach links. Das verschluckt das Licht. Diese Schmerzen. Ich halte das nicht mehr aus. Stein nach oben. Muss es direkt darüber sein. Was machst denn du? Wir sind eigentlich am Ziel, aber... Es ist so dunkel hier. Das sind die Streichhölzer. Ist nicht zusammen. Los, Ethan. Ich muss hier raus. Es muss einen Ausgang geben. Verdammtes Scheißrohr. Sean wird wegen mir sterben. Ich bin mir echt nicht sicher, wo wir hin müssen. Kleiner Luftzug. Wenn ich herausfinde, woher er kommt, finde ich vielleicht zum Ausgang. Oder nicht. Nach rechts. Das sieht gut aus, Dave. Jetzt ist noch aus. Kurze Pause. Du bist echt so ein Idiot, Ethan. Du bist mir einer. Was kommt als nächstes? Okay. Ich schätze, durch Nägel. Durch Nägel rutschen. Ich meine, den habe ich schon abgeschrieben, als er auf der Autobahn. Als er auf der Autobahn halt ist. Der Idiot hat selbst Schuld. Ui. Das wird schmerzhaft. Ich meine, jeder ist tief nach seinem Pläsierchen. Das finde ich doch da. Spaß daran hast du oder der Leiden zuzufügen, Schmerzen zuzufügen. Bitte. Jetzt auch damit zur Polizei gehen können.